Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzlicher Gruß aus dem Belvedere in Wien zu Ihnen nach Tokio. Wir sind hier im Belvedere vor dem Bild der Judith von Gustav Klimt, gemalt im Jahr 1901, unmittelbar nach der Gründung der Wiener Sezession. Ein Bild, das zu den Hauptwerken von Gustav Klimt zählt, weil es wie kein anderes Sinnlichkeit, Opulenz, aber auch den Abgrund des Todes in sich vereint. Gustav Klimt hat japanische Kunst gekannt, er hat sie geliebt, er hat sie auch selbst gesammelt. Und es ist jetzt eine ganz besondere Gelegenheit, dass das Publikum in Japan mit seinen Augen, mit seiner Kenntnis der japanischen Kultur die österreichische Kunst erschließen kann und diese Beeinflussung selbst entdecken wird. Wir freuen uns sehr auf diesen Austausch.